Was geht, Leute? Ich bin's wieder, Tibus IP. Diesmal geht's um die M14 EBR New Xmas. Ich nenne sie einfach nur M14 Christmas, denn das ist üblicher. Zwar gibt es eine alte Version, die habe ich zweimal. Dennoch, ich kann sie euch sehr empfehlen, die M14 zu holen. Oder eben halt einfach darauf zu spinnen. Denn ich hatte mein Glück, ich habe mit 5 Crates, also mein letztes Handygeld, habe ich eben halt die Chris Super wie Xmas gewonnen. Zwar finde ich die Liquid Metal viel geiler, aber was soll ich machen? Ich habe eigentlich vor, die Schaufel Xmas zu gewinnen, aber ich habe ja kein Geld. Nicht mal diesen Monat werde ich Geld irgendwie investieren, denn das ist mir einfach nur viel zu viel und ich kann einfach nicht. Das ist recht teuer, diese Preise für die Crates. Auf jeden Fall sind die unterteilt unter 5, 10, 30 sowie 50 Crates. Natürlich alles ZP. 5 kosten 6000 ZP, 10 kosten 11500 ZP, 30 kosten 31500 ZP, 50 49500 ZP. Wenn man so bedenkt, dass ich mit 5 Crates, also 6000 ZP, die Chris Xmas gewonnen habe, dann ist es ein bisschen bitter, denn, naja, allgemein ZP ist ein bisschen teuer, finde ich. In der EU ist es vielleicht ein bisschen besser, das gebe ich zu, dass das besser ist. Da zahlt man ja nur die Hälfte und dann bekommt man auch die Hälfte an RP oder ZP, so, naja, ich nenne es allgemein ZP, dann RP, was ist das, Rage Points oder sowas, war das, ich weiß es nicht, ist mir auf jeden Fall scheißegal, ich bin NA-Spieler. Auf jeden Fall bekommt ihr die durch die 2012 Xmas Mega Crate, 2012 zu 2013, so sollten die eher nennen, denn, die M14 an sich ist wirklich eigentlich eine schöne Waffe, ich kann sie euch nur empfehlen. Das ist natürlich das Bestpreis, also, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Ansage macht, zum Beispiel im Teamspeak, ja, ich gewinne jetzt die M14 und dann steht es auch noch unten. Das ist ja hammergeil, aber wenn ihr jetzt sagt, AWM Xmas oder Chris oder Schaufel Xmas wollt ihr gewinnen, dann sehen die das leider nicht. Dann müssen die erstmal dich in-game treffen. Aber egal, kommen wir zum Review. Auf jeden Fall, sie ist sehr, sehr identisch mit der M14 EBR Xmas aus dem letzten Jahr, also 2011 zu 2012. Sie macht auf den Kopf Instant 100 Damage. Sie ist die beste Rifle, also die schnellste Rifle, die nachladen kann, 1,735 Sekunden. Sie hat 35 zu 105 Munition, insgesamt hat sie dann 140. Man kann das erweitern durch ein Extra-Magazin, das man durch GP im Item-Shop erhalten kann. Nein, Spaß beiseite. Full-to-Empty-Map ist genau Mac, meine ich, nicht Map. 3,2 Sekunden. Naja, ich meine, damit kann man wirklich gut spielen. Sie ist eigentlich genau identisch. Ein Ebenbild, nur eben halt mit einem anderen Skin. Besonders gefällt mir das mit der Schleife, wie auch schon im normalen M14 EBR Review. Gefällt mir das super mit der Schleife. Hier bei der alten ist es mit Schneeflocken drauf. Hier jedoch gefällt mir das mit der Schleife sehr, sehr schön. Das finde ich so. Es war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich liebe jetzt wirklich den Skin. Allgemein den Christmas Skin mag ich sehr, 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 sehr doll. Der Skin ist einfach nur Hammer. Naja. Auf jeden Fall, von dem Punkt Power her, auf den Kopf macht der Instant, also die M14 Xmas, New Xmas, macht auf den Kopf Instant 100 auf jeglichen Reichweiten. Ist eine Rifle. Wie gesagt, 1,735 Sekunden. So schnell lädt sie nach, also 1,7 Sekunden. Das ist die schnellste Rifle. Das ist einfach nur geil. Sie ist etwas, naja, sie ist etwas schwächer als die AK, aber die AK macht identisch, so gut wie identisch, genau viel Damage. Naja, auf den Kopf, wie gesagt, 100, auf den Oberkörper 38 bis 39. Auf die Füße macht sie ungefähr an die 22 bis 24 Damage. Sie ist in 3,2 Sekunden leer geschossen und vom Gewicht her wird sie eigentlich identisch wie die M4. Denn diese M14, naja, es ist ja nur ein Skin und die M14 allgemein ist ja eigentlich eine Rifle und Rifles wiegen eigentlich identisch gleich. Also, naja, sie ist eben halt, man kann immer noch schnell damit durchlaufen. Es ist nicht so schwer wie bei einer AWM, sondern eher wie bei einer Rifle. Also, ihr seid wirklich schnell damit. Ich muss schon sagen, ich persönlich spiele wirklich gerne mit der M14. Am liebsten hätte ich auch die M14 New Xmas, damit ich die komplette Serie hätte. Also, dann würde ich mir noch die normale M14 ziehen und dann wäre es einfach nur hammergeil gewesen, hätte ich alle M14 Xmas, aber nein, Crossfire muss es versauen und muss mir diesen Scheiß auch noch antun. Aber, na schön. Ja, das war's schon zum Review. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut einfach mal bei meinen Partnerkanälen
vorbei und bei meinen anderen Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ich bedanke mich auf jeden Fall an Swiss Cheese, der mir seinen Account geliehen hat, damit ich das Review machen durfte.